Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück hier zu Endzone, The World Apart. Die Expedition wurde abgebrochen, meine Damen und Herren. Eieiei, heitere Fahne. Ganz schrecklich, ne? Was ist passiert? Da ist einfach einer umgefallen. Ich sehe schon, dieser blöde Mähdrescher, der hat es nicht mit uns, ne? Dieser dumme Mähdrescher, den wir da harvesten wollen, wo wir die letzten Ressourcen rausholen wollen, der will uns auf Gedeih und Verderb unbedingt ärgern. Aber den kriegen wir schon noch. Den machen wir schon noch kaputt, liebe Freunde. Irgendwann kriegen wir sie, früher oder später, genau. So, ja, die nächsten Plünderer sind auf dem Plan, so wie es aussieht. Und jetzt wäre es halt mal an der Zeit, dass hier dieser Wachturm gebaut wird. Sackelzement. Luja. Oder so ähnlich. Aber unsere blöden Bauarbeiter kriegen wieder nichts auf die Kette. Diese Luschen, hätte ich bald gesagt. Naja. So. Und hier, schau mal wieder. Großes Tamtam mit viel Laterne. Da geht's nach oben. Genau. Aufs nächste Level quasi aufgestiegen. So, wir haben ein bisschen mehr Landwirtschaft auch am Start. Wir haben jetzt nochmal ein kleines Feld für Kürbisse und auch für Schwarzwurzeln am Start. Heißt, damit sollten wir hoffentlich unsere Nahrung wieder auf etwas, ja, plus pushen. So, was wir noch gebaut haben, die Raffinerie. Genau, Raffinerie, ganz wichtig. Wir haben auch schon einen Recycler hier abgebaut. Also hier war er, genau. Ein Recycler ist schon abgebaut. Da bauen wir den zweiten ab und hier bauen wir den dritten ab. So, die werden platt gemacht, die Gebäude. Genau, da sind sie auch schon weg. Heißt, die Recycler, wo sind sie? Die Sondierer hier, genau. Die müssten jetzt hier drüben arbeiten. Jawohl, da sind sie auch schon. Und da stelle ich jetzt einfach mal vier ein und sage viel Spaß und gute Fahrt. Und wie ihr seht, beziehungsweise, na, das ist zu viel, oder? Ah, wobei, nee, lass ruhig. Komm, wir machen vier, weil wir sind ja eh am Limit vom Schrott. Die sollen ruhig produzieren, ja, bis der Arzt kommt. Alles gut. Sollen die ruhig machen, ne? Das wird ja hier Stoff und Metall und Plastik produziert. Elektronik haben wir genug. Da wird nichts produziert. Aber der Rest, da muss ich nicht immer umstellen, sondern die machen halt dann, wo gerade Platz ist, da wird dann produziert. Das finde ich in Ordnung. Das macht null. Alles klar. So, unser Strahlenschutz nimmt ab. Das ist unschön. Heißt, genau. Ich habe ja eigentlich schon zwei, gell? Aber mir fällt ein, ich wollte ja Strom bauen. Genau, ich wollte ja Strom bauen. Was hat der Haube nicht gemacht? Strom gebaut. Genau. Wie immer. Er redet viel und tut nichts. Also, die Windkraft. Die Windkraft. So, jetzt muss ich bloß noch mal schauen, wie viel brauchen die? Steht es da irgendwo hier wahrscheinlich? 500 heitere fahren, mei, oh mei. 500. Okay, der braucht 100. Was mit dir? Du brauchst 150, sagt Zement. Der braucht 100. Schneider braucht 150. Okay, also ein Windkraft bringt 300. Das heißt, da könnte man zum Beispiel die Schneiderei und die Werkstatt könnte man versorgen. Mit einer Windkraftanlage. Ich hoffe, ich kann das gezielt steuern. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. So, hier kann ich natürlich nichts hinbauen. Ist ja logisch. Hier könnte ich einen hinbauen, aber naja. Sollte, wenn, dann schon hier oben. Genau, und hier dieser Radius um das Gebäude rum zeigt an, dass innerhalb dieses Radius keine weitere Windkraftanlage gebaut werden sollte, weil ansonsten das Ganze ineffizient wird. Also, bauen wir hier hin. Einfach so, wenn wir es können. Genau, also hier wird die Windkraftanlage gebaut. Zack. Freigabe und go. Aber zuerst muss mal der Wachturm hier unten fertig werden und unsere Bauarbeiter kriegen wieder nichts hin. 8 Bauarbeiter. Oh. Ja. Genau. Als nächstes bauen bitte hier. Ich muss unbedingt mal den Planungsmodus hier deaktivieren. Ne? Das geht gar nicht. Tja, und jetzt haben wir dann gleich das Problem mit kein Wohnraum mehr. Wenn das so weitergeht.
Was machen denn unsere Forscher eigentlich? Die sammeln noch Wissen. Man konnte doch hier irgendwo die Häuser upgraden. Boah, okay, das kostet richtig viel Forschungsutensilien. Huiuiui. Nee, die Hütten will ich, glaube ich, nicht mal upgraden, sondern da würde ja dann noch mehr Bevölkerungsnachschub kommen. Ich wollte eigentlich die Zuflucht upgraden, aber gut. Abbau von Kohle. Der Abbau von Kohle in einer Mine ist erheblich effizienter und ressourcenschonender als Kohleproduktion einer Kühlerei. Hanfweberei. Produziert Stoff aus Hanf. Aber wir haben ja gar keinen Hanf. Aber erforschen kann ich schon mal. Das ist eine Idee. Hanf muss ich vermutlich auch erst vorher finden oder sowas, ne? So, aber wo finden? Wie finde ich denn das? Genau, ich muss eine Expedition machen. Mal wieder. Mal wieder. Wen schicke ich jetzt da? Da. Die Mia, genau, die Mia geht und sowas. Was ist er denn? Der Jäger, die Jule geht, genau. Er oder sie, so, viel Spaß. Wollte gerade sagen, da sind gerade wieder ein paar umgefallen, ne? Ohne dass ich es mitgekriegt habe. Da rennen sie. Jetzt schau hier, da kommen sie. Endlich. Endlich wird dieser blöde Wachturm mal gebaut. Das wird auch Zeit. So, und da ist wieder großes Sterben der Bevölkerung. Ja. Der Reihe nach fallen sie alle um. Was, die wollen ein Rathaus, unsere Spinner? Sind die doof, oder was? Aha, ja, ja, von mir aus. Heieiei. Ends nervig, die Burschen. So, würde noch jemand hier bitte 5 Schrott mitbringen, dass wir endlich den blöden Turm bauen können? Danke. Gott sei Dank. Da ist er fertig. Da brauchen wir jetzt einen Miliz, oder wie war das hier? Miliz, genau. Ich ziehe mal einen Sondierer noch ab. Ich glaube, Köhler reichen 2 momentan. Wir haben so viel Kohle. Eigentlich könnte man... Eigentlich, ja, nee, wir fahren nicht runter. Ich lasse auf 2. Ich lasse auf 2. So, schauen wir mal in die... Na, so nicht. In die Schule. Wie sieht es da aus? Okay, ich glaube, da lasse ich die 3 Lehrer stehen. Förster gehe ich mal 2 runter. Rotengräber, da stelle ich mal noch einen ein. Ja. Ne, es sind jetzt so viele gestorben, also die sollen mal... Tja, wenn man jetzt geschmacklos wäre, würde man sagen, die sollen mal schnell verschachert werden, aber... das sind wir ja nicht, deswegen, wir sagen sowas nicht. Die sollen mal schnell bestattet werden, genau, das klingt viel besser. Haben wir noch Platz? Ja, mehr als genug. Ui, wobei, es wird langsam voll. Okay, pass auf. Wir stellen hier mal 2 Milizen ein. Und ich hoffe, die bringen dann entsprechend auch Munition mit. Tja, das ist jetzt eine Frage, die von der Bonnie kam. Wie sieht es denn mit der Munition aus? Also es gibt hier die tödliche Munition, Metallprojektile und es gibt die nicht tödliche Munition. Das sind dann wahrscheinlich so Gummigeschosse. Aber gut, ne, wir wollen ja hier nicht mit Gummi schießen, sondern wir wollen die bösen Plünderer beseitigen, wenn sie denn die Frechheit besitzen, hierher zu kommen. So, was ist hier los? Kontaminierte Ressourcen. Heieiei. Dabei haben wir hier oben jemanden, der das Ganze eigentlich managen sollte, ne? Aber wir gehen hier einfach mal auf 100, dann produziert er vielleicht auch.
Das wird nämlich vermutlich der Grund sein, weil der nichts produziert hat, kann er nichts hier runter liefern. Und der Typ hier oben, der versorgt ja bloß hier unten. Also das, wahrscheinlich ist das der Grund, warum das nicht funktioniert hat. Okay. Regenspeicher, Brunnen und... ja. Hier scheint alles inzwischen wieder gut zu laufen. 840 ist wenig. 900 ist wenig, aber wir haben 5000 Wasser. Keine Ahnung, wo die das lagern. Naja, hier sind gerade mal zwei. Das wird es nicht sein. Sind es diese Wassersammelstellen, oder? Oh, tatsächlich. 700? Was mit dem Ding da oben? Sie haben gesagt, meine 800. Leute sind hoffnungslose Fälle. Das waren wir. Ich habe alle aufgenommen, denn zusammen sind wir stark. Ja, ja. Gebt uns, was wir brauchen. Ah. Dann wird niemand verletzt. Na, ich will nicht. Nein, es gibt ja nichts. Schaut nur auf uns herab. Wenn ihr uns nichts gebt, dann kommen wir eben zu euch. Ja, kommt doch, ihr Deppen. Kommt nur. Und das ist kein Fehler, war. Eieiei. Ne, das ist nur wegen dir, Stefan. Da kommen jetzt die Burschen. Diese verdammt Blüterer. Buh. Geht doch nach Hause. Eieiei, das war zu. Ich bereue es jetzt schon, dass ich es gemacht habe. So, jetzt schleppt hier die Munition her. Und zwar flott. Keine Projektile. Da kommt der erste. Komm, du hast doch Projektile dabei. Jawohl, Metallprojektile. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weitermalen. Ist das Windrädchen fertig? Ja, Windrad ist fertig. So, hier. Kein Strom, okay. Hier, Strom. Heißt, der Schrottplatz arbeitet mit 150% Effizienz untertags, bei der Nacht 100%. Der frisst 100. Moment, das kann man doch hier irgendwo anzeigen lassen. Moment, hier doch, oder? Ja, genau. Also. Hier, der Dekontaminierungsposten, der arbeitet auch mit 150%. Den brauchen wir den? Nö, mach ich aus. Den Köhler, soll ich dem Strom geben? Brauche ich eigentlich nicht, gell? Nee, ich wollte ja eigentlich... eigentlich wollte ich ja hier die Schneiderei und die Werkstatt versorgen, aber die sind nicht im Einflussbereich. Das heißt, da muss ich erst einmal Strommasten bauen. So, die kann man auch auf die Straße stellen übrigens. Die stelle ich mal auf die Straße. Muss man bloß aufpassen, dass die auch Verbindungen haben zueinander, weil sonst wird das nichts. So, mal schauen. Vielleicht wird es was. Na gut. So. Wo ist die Munition? Jawohl, hier ist voll. Sehr gut. Da kommen jetzt die dreckigen Plünderer. Wo sind sie denn? Hier oben. Ja, ja, ja. Kommt nur. So. Ich hoffe, die latschen jetzt wirklich dahin, wo... natürlich nicht, die laufen natürlich außen rum. Verdammt. Ein scheiß Ding völlig falsch gebaut. So ein Mist. Na servus. War eine tolle Idee, Haubi. Ja, bloß, naja, ich sag nichts. Haubi, du Depp. Warum? Warum da hier unten? Ja, klar. Toll, toll gemacht, Haubi. Toll, toll gemacht. Eieiei. Ganz toll. Ja, dann kann ich die Milizen auch gleich wieder nach Hause schicken. Da, jetzt macht's bum bum hier, schau mal. Ja, ja, nehmt nur alles mit. Machen alles kaputt. Gehen die wieder jetzt, oder? Ihr habt doch jetzt genug kaputt gemacht, Leute. Da hauen sie wieder ab. Haben uns völlig leer geplündert, die Schweine.
Na, warte, Bursche, das hat ein Nachspiel, oh, aber echt. Oh, was ist alles kaputt? Oh, alles kaputt. Vielen Dank, Stefan, du bist schuld. Genau, Stefan, du bist schuld. Ja, pack voll jetzt und ab nach Hause. Wenigstens ist der blöde Mähdrescher weg. Sehr ärgerlich. Da hauen sie ab, die Deppen. Eieiei. Tja. Ihr glaubt, ihr seid besser als wir? Das habt ihr davon! Ach komm. Was haben sie gekriegt? 3 zerstörte Gebäude. 3 sind beschädigt. Das sind die Reparaturkosten und das haben sie geklaut. Uiuiui. 1500 Nahrung, 800 Wasser. Na, da wären wir mit Tributzahlen billiger davon gekommen. Haut ab, ihr Deppen. So, also dann repariert mal, liebe Baumeister. Dann repariert mal schön. Ah, ist das wieder ärgerlich. Das ärgert jetzt wieder gar nicht, gell, sowas. Nee, überhaupt nicht. Aber ich merke schon, die lassen sich Zeit mit der Reparatur. Okay, gut. So, dann. Was ist hier? Ah, wir haben ja alles schon weggemacht. Okay, krass. Ja, pass auf, dann darfst du hier oben weitermachen. Genau, einfach hier weiter und gut ist. Expedition ist zurückgekehrt. Okay. So, was ist hier? Und das? Ach. Oh. Ich mit dem blöden Planungsmodus. Na echt. Das kommt davon. Einmal eingeschaltet, vergisst man das immer. So ein Mist. So ein Mist. Na gut. So, die Werkstatt hat Strom. Schau mal. Die arbeitet schon mit 150%. Benötigt Metall. Ja, es kommt schon. Metall kommt, Jungs. Metall kommt. Hier, schau mal. Ja, komm, wir packen hier noch einen Sondierer rein. Noch einen Bauarbeiter. Zumindest haben sie die zerstörten Objekte wieder aufgebaut. Nein, man muss die nicht neu bauen, sondern die werden offenbar dann wieder ersetzt. Aber das, ja, das knickt mich jetzt etwas. Das ist unsere schöne Taktik, die hier aufgegangen ist. So, jetzt, hier sind die Strommasten fertig. Also nochmal auf Strom gehen. So, du bist deaktiviert. Schneiderei hat Strom und die Werkstatt hat Strom. Heißt, die arbeiten jetzt hier mit 150% untertags und in der Nacht mit 100%. Jawohl, da sollte doch was gehen. Also zumindest die 2 Gebäude mal schön gepusht. So, dann Forschung. Ja, die Schule geht noch nicht, okay. Wir haben 2 Forschungsutensilien. Dann könnten wir zumindest die Dinger hier erforschen, aber die sind echt teuer. Die kosten 5 Wissenschaftspunkte, wir haben gerade mal einen. Klar, wir erforschen auch gerade jeden Scheiß, aber trotzdem. Barrikade. Naja, gut, das ist auch nicht wirklich hilfreich. Ja, nee, dann lassen wir die Jungs erst mal Forschungspunkte generieren. Und gehen selber weiter auf Expedition. Den Mähdrescher geben wir zum Abbau frei. So, dann haben wir das Fastfood-Restaurant. Ja, da können wir doch einen hinschicken.
Tor. Einmal, zweimal. Ein Sammler, ein Minenarbeiter, das muss ja wohl reichen. So, 10 Essen und zack, auf geht's, viel Spaß. Ne, einmal ins Fastfood-Restaurant juppeln und schauen, was es da Schönes gibt. Ach, es ist schon wieder Dürre, fällt mir gerade so auf, weil ich hier den ausgetrockneten See sehe. Ist schon wieder Dürre, ach wie schön. Hey, hört mal auf, hier meine Ernte wegzufressen, ihr Jungs. Das ist meine Ernte. Ach ja, ich sollte ja ein Rathaus bauen, gell, oder so ähnlich. Ach, hier wird noch repariert, schau an. Ja, können vor Lachen, hier wird nichts repariert. Und sterben schon wieder die Leutchen weg. Aber wir haben schon wieder jede Menge Nachwuchs. 20 Kinder sind am Start. Heieiei. Und da kommt der nächste Sandsturm, Leute. Da kommt der nächste Sandsturm. Und rauscht dahin. Und beschädigt weiter Gebäude. Tja. Oh ja. Tja, es ist einfach unfair. Aber gut, damit hat sich das Wohnungsproblem natürlich im ersten Moment auch erledigt, ne? Genau, es ist wieder Platz bei uns. Man muss immer das Positive sehen. Tja. Es fällt nicht immer leicht, genau. Kinder sind die Zukunft. Aha, ein Achievement. Wofür denn? Weil ich jetzt, keine Ahnung, 23 Kinder habe oder sowas. Heftig. Wir könnten ja mal kurz die Statistik anschauen. Wie es hier mit der demografischen Entwicklung aussieht. So, wir haben hier die Gesamtbevölkerung 107. 84 Erwachsene, das ist immer ungefähr auf einem Level. Und bei den Kindern sieht man hier etwas ansteigend. Naja, aber so der Schnitt ist relativ konstant. Wenn wir die Altersverteilung anschauen, am meisten Erwachsene. Die Kinder nehmen zu, ja, ne, das konnte man sich schon denken. Und hier die jungen Erwachsenen und die betagten Erwachsenen halten sich in etwa, naja. Klar, die jungen Erwachsenen, man merkt auch hier den Sprung, hier geht's runter, hier geht's hoch. Ja, aber so ein großes demografisches Problem haben wir nicht. Wenn die mal hier alle anfangen, alt zu werden, dann ist blöd, aber wir steuern ja hier schon entsprechend gegen. Also ich glaube, das passt. Ist okay. Ah, der blöde Turm hier unten. Jetzt sind wieder alle krank. Jetzt simulieren sie wieder alle, gell? Ja, ja. So kennt man sie. So, mal den Planungsmodus deaktivieren, nicht, dass ich das wieder vergieße. So, hier werden wir den... Ja, ich glaube, hier können wir den Verteidigungsposten hinsetzen. So, dann machen wir eine Straße, passt. Hier oben bräuchte man dann wahrscheinlich auch einen. Ja, wir haben doch medizinische Betreuung. Was willst du denn? Medizin produzieren 87. Wir haben so viel Medizin, du weißt gar nicht mal wohin damit. Heieiei, du. Ach so, Moment. Ich sehe gerade, ich kann ja noch den Handelsposten bauen, gell? Sollte ich auch mal machen. Habe ich mit dem Patrick schon mal drüber geredet, über den Handelsposten. Bauen wir hier unten hin. Den Handelsposten, genau, der wird hier gebaut. Haben unsere Bauarbeiter wenigstens was zu tun hier. So, hier oben
planen wir weiter mit unseren Wachposten. Hier würde ich fast den nächsten hinbauen wollen. Dann sind wir da auch relativ safe. Hoffentlich. So. Dann haben wir hier oben ein Problem. Dann haben wir hier oben ein Problem. Und hier haben wir noch ein Problem. So, und dann müssten wir, denke ich, gut abgedeckt sein. Dann dürfte nichts mehr passieren. Wenn das so irgendwann mal, mit der Betonung auf irgendwann, alles gebaut ist. So, da ist der nächste. Da haben wir auch noch Verbindungen. Zack, genau, kurze Wege zur Munitionsfabrik. Das haben wir schon gemacht. Okay, passt. Dann wird es. So, Expedition. Wir wären dann soweit. Wie der Scout erwähnte, wir können das Gebäude einfach über die eingestürzte Seite betreten. Warum die Leute früher in solchen Läden für Essen bezahlen mussten, will mir aber nicht in den Kopf. Stell dir mal vor, wir würden untereinander um Nahrung feilschen müssen, Boss. Ja, das will ich mir gar nicht vorstellen, lieber Edward. So, wir fangen an. Hier, ja, ja, hier hängen noch Schilder mit Abstand halten, Hände desinfizieren. Aha, Mund-Nasenschutz tragen. Ja, manche Dinge sind offenbar zeitlos. So, die Kasse wurde aufgebrochen. Ja, 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 ja. Okay, wir kriegen hier wohl elektronische Bauteile raus, na dann. 29, cool. Sehr schön. Dann haben wir den Kühlraum. 29 Rehfleisch. Fleischersatzpulver mit 10% weniger Sägespäne. Aha. Sägespäne, an was erinnert uns das? Erdbeerjoghurt, Erdbeerjoghurt. Naja. Die Küche. Naja, nochmal Ressourcen, aber ich hätte eigentlich gedacht, vielleicht mal so einen schönen Burger oder sowas, ne? Aber nö, hier gibt es keinen Burger. Die Sitzecke wird auch ausgeschlachtet. Oh, zwei Siedler bekommen das Schrottsammlerabzeichen, ganz toll. Das ist alles, oder? Na toll. Also das Restaurant ist abgefrühstückt, alles einpacken. Wir können natürlich nicht wieder alles mitnehmen, ist logisch. Auch das kommt uns bekannt vor. Tja. Na dann, kommt mal nach Hause, ne? Eieiei. Böses Spiel. So, wir haben kein Metall mehr, Leute. Das Metal fehlt, das Heavy Metal, genau. Okay, wir pausieren Plastik mal. Stoff haben wir nur 6, Metall haben wir gerade mal 4. 4 auf Lager, 4 reserviert. Ja, ja, also da, wir müssen Metall definitiv pushen und auch Elektronik setzen wir mal kurz aus. Dann könnt ihr sich hier voll drauf konzentrieren. Das Gebäude reparieren wäre auch mal nicht schlecht, Freunde. Jetzt, was ist los, ihr faulen Bauarbeiter hier? Ja, die kriegen ja nichts gebacken, die Jungs. Wenn du nicht alles selber machst, das ist wie immer. So, aber jetzt müsste doch, ich wollte gerade sagen, jetzt müssen doch jede Menge Kinder nachkommen, also. So. Was ist jetzt wieder los? Kranke Siedler, ja, ja. Offene Aufträge am schwarzen Brett. So, wo war das schwarze Brett hier irgendwo? Man verliert langsam den Überblick. Da ist das Siedlungszentrum, genau.
Hier war es. Ah ja. Leichen auf unseren Straßen? Drei Totengräber. Ja gut, dann. Wir brauchen mehr Totengräber. Eieiei. Na dann macht mal was. So, hier war aber noch irgendwas. Blöde Weide, so. Ausgewogene Ernährung. Hallo, wir haben 12 unterschiedliche Sachen zu essen. Seid ihr bescheuert? Was wollt ihr denn? Jetzt haben wir Ressourcen aus verschiedenen Quellen. 13, 12 von 13. Ihr seid ja, also ihr seid ja wirklich... unglaublich, oder? Unglaublich. Ich habe 12 verschiedene Quellen und die Jungs sagen, oh, 13 wären aber viel besser. Da hast du doch, da willst du doch nicht mehr, du. Da willst du doch nicht mehr. Also, dann geht's nicht mehr auf Bullenjagd, sondern dann müssen wir jetzt halt noch was. Hier die, genau. Die Henne, vielleicht gilt es als alternative Nahrung, wobei, ne, wir haben ja hier schon Hennen, gell? Ne, das hilft uns gar nicht, okay. Was Blödes. Mensch. Wer seid ihr? Büffel. Das ist auch doof. Hier sind wieder Hennen. Wer seid ihr? Auch Büffel. Wer seid ihr? Natürlich auch Büffel. Oh Mann, ey. Hier gibt es nur Hände und Büffel, oder was? Sieht so aus, ja. Mist. Okay, also damit lässt sich leider nicht tricksen. Tja, was nun? Keine Ahnung. Hoffen und beten, genau. Hoffen und beten. Vielleicht wird der Handelsposten rechtzeitig fertig. Mein Gott, mir sterben die Leute hier weg, du. Das. Ah. Mir sterben die Leute hier gnadenlos weg. Ja, und die Nahrung geht auch schon wieder ein bisschen zurück. Aber klar, ne, wir hatten ja durch die Plünderer jetzt auch etwas verloren, aber na gut. Ah, jetzt kommen die Babys hier. Jawohl, jetzt kommen die Kinder wieder. Sehr gut. Immer schön Leute zum Arbeiten schicken, jawohl. Okay, den Händler, den wollen wir noch sehen, komm. Bring noch ein bisschen Stoff her. Stoff und Metall, ne? Plastik ist echt mehr als genug da. Ja, Stoff und Metall, das hier muss die Musik spielen. So, komm jetzt hier bauen, Freunde. Jawohl, da kommt der Händler. Was ist das hier? Ach, verbleibende Zeit, bis der Händler kommt. Okay. Gut. Ja, wir haben auch hier keinen Kollegen mehr, der Munition herstellt. Nicht gut. Ach, nee, das ist... Er benötigt Metall. Okay, deswegen. Gut. Ja, ja, alles klar. Danke. Ich will den Händler jetzt sehen. Da arbeitet keiner. Ja, aber gut, die Plünderer werden sich ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit lassen.
Super, wir kriegen wieder unnötig viel Medizin, aber naja. So. Händler, Händler, jetzt komm her. Nix im Inventar, okay. Haben die repariert jetzt? Warum die den Scheiß nicht reparieren, verstehe ich nicht. Warum haben die jetzt den... Ah, jetzt wird repariert, okay, gut. Ja, jetzt so langsam kriegen sie es hin, okay. So, jetzt will ich, wie der Händler kommt. Komm, das will ich jetzt sehen. Auf geht's, kleiner Händler. Ein Händler befindet sich im Land der Anflut, wie geil. Die alte Tibara. Händler docken mit Ballons an. Wow, mit Ballons. Wo kommt hier ein Ballon? Ich sehe keinen. Auf der Karte wird es nicht angezeigt. So, wo kommt der fliegende Ballon, Leute? Da kommt er. Okay, auf der Karte sieht man nichts, oder? Nö. Aha, Old Tibara. Respekt. Händler ist da. Na dann. Was hast du denn? Die alten Knochen. Ha? Hey, starr doch nicht so. Oder gefällt dir, was du siehst? Na je. Aber die alte Tibara hat noch viel bessere Sachen dabei. Ich weiß, wie man Kunden glücklich macht. Schau dich ruhig um. Ich bin mir sicher, dass wir ins Geschäft kommen werden. Ja, ja. beängstigend. Die hat Joints dabei, oder? Klär mal, hier ein paar Joints kaufen. So, was können wir dir anbieten? Ein paar Pilze. Was hältst du von ein paar Pilzen? Da kriegst du ein paar Pilze. Die alten, die sind eh schon schlecht. Ein paar Pilze kannst du erwähnen und... Ah, Bier. Ja, ich habe so viel Bier, du, das glaubst du gar nicht. Hier, lauter Bier. Schau mal. Was ist das hier? Jod. Ich habe Jod. Nee, die kriegt doch kein Jod von mir. Bin ich doof? Dekontaminierungskit. Da habe ich auch viele. Da, schau mal. Da kriegst du fairer Handel. Genau, die freut sich bestimmt. Ach, das muss im Handelspost. Ah, ja, ja. Okay, gut. Bisschen Stoff. Ja, kaufe ich. Halstücher. Ah, die brauche ich nicht. Bisschen Stoff habe ich gekauft, ne? Weißt du was? Da kriegst du nochmal ein blödes Dekontaminierungskit. Fairer Handel. Was war das jetzt? Hä? Nein, ich will die scheiß Halstücher nicht. Ach, hier muss ich klicken. Ja, ja, okay. Dort, die macht einen super Deal hier. Moment mal, wenn ich dir noch was... Ah, jetzt sind wir hier. Ein Handelsangebot, das dem Händler gegenüber zuvorkommend ist, führt zu einer Verbesserung des Rufs. Ja dann. Die alte Tibara wusste doch, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Das wäre wirklich ein guter Tausch. Tibara würde dir einen Kuss... kostenlos dazugeben. Lass mal, Nein? Er macht nichts. Na dann, gute Besserung. Sowas. Gut Tausch, ne? Gut Tausch, ja. Heieiei. Sowas. So, wir haben wieder jede Menge Arbeitskräfte. Er wollte sich sehr gerne, dann kann gearbeitet werden. So, Sammler, Hirte, ja. Schrottsammler. Brauchen wir nicht. Sondierer, 4 passt. Schneider passt. Köhler passt. Ich schaue bloß gerade so durch, was ich noch brauche. Das passt eigentlich erstmal alles, würde ich sagen. Ja, Werkzeuge gehen gerade ziemlich raus. Aber gut, da kam jetzt auch eine ganze Ladung neuer
junge Erwachsene, die haben sich natürlich alle erstmal ein Werkzeug geschnappt. Aber wir haben ja schließlich hier unsere... Ah, na wo ist sie? Hier drüben. Unsere Werkstatt, die aber ein Problem hat, weil nicht genug Metall am Start ist. Das bedeutet... mehr Metall. Heißt, hier noch mehr Sondierer hinbringen. Das bedeutet, hier wird unser Schrott reduziert. Aber gut, das ist okay. Na, die können ruhig ein bisschen Gas geben, die Jungs. Dann hier mit Plastik und Elektronik, da ist alles prima. So, meine Damen und Herren, wir sind wieder bei 40 Minuten. Sapperlot. Ja, ihr wisst genau, was das bedeutet. Genau, Schluss mit lustig, Schicht im Schacht. Ich sag vielen Dank fürs Dabeisein bei Endzone. Beim nächsten Mal geht der Wahnsinn wie immer weiter. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut. Und Servus.